Hallo, mein Name ist Dietrich Brüggemann und ich habe diesen Roman verfasst. Der heißt Materialermüdung und man muss ja das heutzutage auf sozialen Medien promoten. Dachte ich mir, das mache ich jetzt auch, indem ich ganz viele Leute besuche, die ich mag und die mir dann jeweils eine kleine Passage aus dem Buch vorlesen. Ich habe dazu diese Pappschablone gebastelt. Da passen genau 7 Zeilen Text rein. Die legen wir dann einfach irgendwo auf den Text und lesen das dann vor. Das hört dann mitten im Satz vielleicht auf und fängt mitten im Satz an, aber das ist ja genau der Sinn von so einer kleinen Aktion, dass man merkt, also auf Social Media ist ja die Aufmerksamkeitsspanne sowieso nur kurz. Und ich habe überlegt, wer könnte die würdigste Person sein, um diesen Reigen zu eröffnen. Da gibt es natürlich auf der ganzen Welt nur eine Person, die das machen könnte, und das ist meine Mutter. Frau Dr. Lore Brüggemann, guten Tag. Guten Bitte, Tag. bitte geben Sie uns die Ehre und lesen Sie irgendwas aus diesem Buch vor. Ja, also, ich muss das erstmal richtig platzieren hier. So. Ja, als er die Wohnungstür aufschloss, kam ihm ein Geräusch und ein seltsamer Geruch entgegen. Es zischte und plätscherte aus dem Badezimmer. Moses öffnete die Badezimmertür und wurde von einem Wasserstrahl getroffen. Der ganze Raum war nass und tropfte. Der Boiler, also die Gastherme, war von der Wand gefallen und lag jetzt in der Badewanne wie ein Wrackteil von einem Flugzeugabsturz. Den Duschvorhang hatte er mit sich gerissen, hinuntergerissen. Die Anschlussleitung fertig. Dankeschön. Materialermittlung ab 22. August im Buchhandel Ihres Vertrauens. Vielen Dank.